Alter, was geht ab, Letonia? Wir gehen jetzt irakisch essen. So eine irakische Kollegin zeigt mir diesen Laden hier. Schau mal. Kein Stress, kein Stress. Also, wir sagen einfach nur. So. Schauen wir uns erstmal die Karte an, Leute. Was ist hier so die Spezialität? Was sollten wir unbedingt essen? Ganz viel Fleisch. Okay, das klingt gut. Fleisch dazu. Sehr viel Fleisch. Ich glaube, sie haben hier sogar Fisch. Aber habe ich noch nicht probiert. Grillgerichte auf jeden Fall. Was du probieren kannst. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das haben. Guckt sie vielleicht. Das. Genau. Mach das schon mal. Das ist einfach Fleisch mit Reis und Soße. Das ist eine Vorspeise. Nee, Vorspeise-Teller. Ich frage mal, was sie da drin haben. Ja. Kennst du Tabule? Nein. Dann musst du das auch unbedingt probieren. Wenn sie das nicht drin haben, dann bestellen wir es extra dazu. Okay. Inshallah, kann ich so. Er sagt, wenn wir für drei Personen bestellen, dann kommt der Bulle mit. Aber drei Personen? Dann mach mal zwei und. Ja, hallo, der Bulle alle Papparat. Okay, absolut. So, was haben wir da? Wir haben hier Mahamara und wir haben hier Tabbel, Hummus und das ist ähnlich wie Tzatziki. Okay. Und geschnittene Zitrone. Oliven. Oliven. Genau. Und Falafel haben wir auch da. Erstmal Geschmackstest. Okay. Gut gemacht. Ich sag, das ist gut. Ich habe jetzt keine Vergleichsmöglichkeiten. Das Einzige, was ich hier kenne, ist Hummus und Oliven. Boah, Hummus ist auch voll gut gemacht. Okay. Weil eigentlich schmeckt es immer so zu sehr nach Sesam. Okay. Das geht Tzatziki. Ah, ein bisschen Salz, aber das musst du so ein bisschen. Das ist zu lange püriert. Also. So weich, das muss so ein bisschen Stückchen drin haben. Ich probiere erstmal, weil ich nachwürzen muss. Was ist das, Erstmal erzähl den Leuten, was das ist überhaupt. Das ist so Petersilie mit Couscous und Tomaten halt und glaube ich Zwiebel, aber nicht alle tun Zwiebel rein. Wir schauen hier gleich, ob das Zwiebel drin ist. Ja. Lass mich jetzt mal probieren. Ja. Weil es nachgewürzt werden muss, nachwürzen und dann kannst du probieren, okay? Aber sieht auf jeden Fall gut aus. Sieht gut aus, meinst du? Okay. Be prepared. Oh, what? Das ist sehr sauer, Mann. Ja, das ist sehr sauer. Soll das so sauer sein? Weißt du, wie du das essen sollst? Du nimmst so ein Stück. Ja. Also nicht ein bisschen größer als das. Ja. Dann tust du das rein. Ja. Dann ist gut. Und das ist mit Salat ist. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Besser, gell? Ja. Wow, mag die Falafel. Ja? Mag die Falafel, ja. Fleisch, auf Reis und dann die Suppe. Oder probier erstmal nur Fleisch mit Reis, wie du willst. Ach, probier erstmal. Was haben wir hier? Was ist das für ein Tier? Lamm. Was ist das für ein Tier?
Das ist ein bekanntes irakisches Gericht so. Ja, sehr bekannt. Sowas wird nicht oft zu Hause gekocht, ja, aber sowas schon. Okay. Und es wird so auf lange Zeit gekocht. Lammfleisch und Reis. Ne? Okay. Fleisch ist sehr saftig schon. Es geht so runter. Warte, wie soll ich das essen? So. Genau, dann kannst du so ein bisschen Suppe drauf tun. So Leute, der Löffel hat alles hier. Okay. So, nehmen wir das hier nochmal. Schaut mal, wie es vom Knochen gegangen ist, Leute. Super weich. Ein schön fetter Löffel. So. Die Chefin probiert. Sie meinte, das ist gut. Das ist viel besser. Aber das leider nicht. Probier selber, du wirst direkt wissen. Jetzt kannst du mich filmen. Okay. Ja. Also wie soll ich filmen? Soll ich dich einfach filmen? Einfach so. Mach wie du willst. Okay. Ich hatte schon mehrere Kamerafrauen. Okay. Jede macht wie sie will. Okay. Du weißt schon, was ich meine, gell? Mhm. Ja. Ja. Oh. Gut, gell? Sehr gut. Typischer Europa. Das Hähnchenfleisch finde ich nicht besonders, aber ist gut und nicht so trocken. Also finde ich schon sehr saftig. Saftig, weißt du? Ja. Super saftig. Das ist echt saftig, ja. Gut, gell? Wir essen zwar noch, aber sie haut schon direkt das Rating aus. Sag nochmal bitte. Kebab. 2 von 10. 2 von 10. Tschüss, ich habe 4 von 10 noch gegeben. Ich dachte, ich war schon kritisch. Das gebe ich schon eine 7 von 10. Ja, das war sehr aromatisch. Ja. Hähnchen war gut. Nur so ein bisschen wenig gewürzt, deshalb auch 7 von 10. Ja. Reis ja, war sehr gut. Fand ich sehr, sehr gut. Ja. Und dieses Vorspeiseteller. Ich würde ein Tablett 8 von 10 geben und allgemein auch 7 von 10. Das Tabule war sehr, sehr sauer. Zu sauer. Das ist zu sauer? Leider, ist zu sauer. Heißt, wie viele Punkte? 6. 6. Ja. Wenn wir das zu Weihnachten oder so machen, dann bringe ich dir was. Ich bin hier in so einem irakischen Restaurant mit so einer Irakerin. Und ich rede über Pho. Und die labern sich irgendwie so jetzt voll mit Pho. Das ist hier Comfort Food und so. Was heißt labern? Nee, finde ich geil. Muss ich auch mal testen. Hier war es ein bisschen gemixt, Leute, hier. Das heißt sehr lecker auf Arabisch. So Chokuzel ähnlich. Das müssen wir erst beschreiben. Also das kriegt auch ein gut von ihr. So. Noch eine wilde Kombination, Leute. Mmh.
schon ziemlich voll. Probier mal. So, jetzt kannst du in den Mund tun. Aber dann hast du ja keine Tomate mehr. Ich will keine Tomate, iss jetzt. Ich esse genug Tomaten. Muss gebratene Tomate sein, meine. Oder gegrillte. Iss jetzt. Viele Aromen. Sehr viel Salz, oh mein Gott. Zu viel Salz? Sorry. Nee, lecker. Aber ist dieses gegrillte mit Salz. Das hat echt ein sehr starkes Aroma. So. Es ist echt viel, was im Mund so passiert. So. Ist geil. Ja, oder? Super. Freut mich. Okay. Ja, oder? Schei, Leute. Uiuiui. Bisschen Nachspeise noch, Leute. 16? Nein. Das ist Bespuße. Oder so. Weiß ich nicht. Hat die auch noch nicht. Sah interessant aus, hat nicht angesprochen. You like? Mhm. Sehr gut. Was soll ich sagen? Das andere probieren. Nee, musst du erstmal auch essen. Also das will ich nicht essen und das auch nicht. Das sollst du probieren, weil ich habe oft genug davon gegessen, deswegen weiß ich, wie das schmeckt. Du musst doch mal näher ran, damit die wissen, was ich jetzt probiere. Genau das hier. Oh mein Gott. Mach das nicht. Auch geil. Das schmeckt eigentlich nur Pistazie los. Ja, eben, weil ich Pistazie über alles liebe, deshalb schmeckt das für mich so am besten. Die haben auch andere Art, aber das haben sie gerade nicht. Hier ist es so groß, auch aus diesen Fadennudeln, mit ganz viel Pistazien da drin. Und sie haben das gerade nicht da. Yes, yes. Das ist so ein bisschen trocken, aber Pistazie geht immer. Und hoffentlich schmeckt die Königin, weil die schmeckt ein bisschen anders als die beim Türken. Okay. Ja. Weil beim Türken tun sie da nur Mozzarella rein. Das schon? Ah, ja, ja. Hier ja. Ist eine Mischung. Aus? Ja, irgendeine Mischung, weiß ich nicht, frag nicht. Das ist einfach. Oh, das ist ausgegangen. Mm-hmm, das Bildschirmschoner. Das was? Bildschirmschoner ist das. Ach so, oh, okay. Ja, mit Beispiel abgespart und so. Ja, keine Ahnung. Ja, der ist auch geil. Ja, oder? Der ist richtig geil. Der Königfeld ist richtig geil. Ich möchte, wie heißt das? Erwähnen. Mhm. Jeder, der die Kamera gehalten hat und der Bildschirm schon angegangen ist, hat Panik geschoben. Warum? Ja, weil jeder denkt, boah, ist aus, shit, das filmt nicht mehr. Aber es hat nur der Bildschirm schon an. Ja, ich weiß es nicht. So, Bild. Besser ist diese Nadel Güllü Baklava. Safe, mein Gott. Sehr gut. Das alles zusammen hat fast, also hat ein bisschen mehr gekostet, aber fast so viel wie eins von denen. Nee, sagen wir zwei. Die zwei eins. Stück Baklava. Eins, ein Stück hat so viel gekostet. Was hast du hier bezahlt? 6 Euro. Ja, das kostet fast ein Stück 6 oder 5 Euro. Drei, irgendwas habe ich. 3,45 oder so. Ich hatte so ein. Habe ich das richtig? Oder nee, das stimmt schon. Das war 3 Euro für ein Stück ist auch schon krank, also über 3 Euro. Und hier hast du 6 oder 7 Stücke. Ja, und große Stücke, also nicht nur diese kleinen. Oh, ja. Premium-Stücke, also diese Pinnerface Premium. Oder interessant. Ja, die zwei sind krank, das war auch gut. Dieses Ding hat mir zu stark nach Pistazie geschmeckt. Es war geil vom bisher und so. So das crunchy. Ist ein bisschen härter, crunchy, ja. Also es war mir zu penetrant, ein bisschen zu stark Pistazie.
Das ist mit Walnuss. Ich mag keine Walnüsse, nicht so. Wie viel passt da noch rein? Der Boden ist geil. Alles schmeckt. Ja? Es schmeckt, ja. Sehr gut. Ich überlege gerade, woran es mich erinnert, aber ist gut. Ein Baklava mit Walnuss bestimmt. Nee. Nein, nicht. Sag das nochmal bitte. Also, ihr Lieblingsladen ist eigentlich Saga, da waren wir auch, da war ich mit den Jungs. Aber ja, dadurch, dass ich schon da war, können wir dann natürlich nicht einfach nochmal hin. Deswegen waren wir da heute zum Vergleich. Was hast du zum Kebab gesagt? Es ist weit weg von 10. Also für dich ist Saga Kebab 10 von 10. Von Sarah, ja. Aber von das Tor, wo wir heute waren, ja. Sehr weit weg von 10. Also wirklich. Das sind Welten dazwischen. Oh ja, der München komplett eingeschnallt, Mann. U-Bahn, Bus, Tram, nix fährt, voll viele Restaurants haben gar nicht offen. Digga, der Baum im Garten, also vor meiner Haustür, ist umgefallen und der blockiert teilweise die Haustür, den Hauseingang. Kuss geht raus an Mariam, die Irakerin, die mir ein bisschen was gezeigt hat, aber das Restaurant an sich war jetzt nicht das krasseste. Beziehungsweise nicht so krass wie ein anderes Restaurant, das ich schon kannte, aber deswegen sind wir da nicht hingegangen. Aber so ein kulinarischer Einblick in eine andere Kultur fand ich interessant. Mehr davon folgen hoffentlich. Afrikaner zeigt mir Fufu zum Beispiel, ist geplant. Kuss geht raus an Steve. Ja, was ist von mir, Leute? Euch gemütliches, kaltes, hoffentlich nicht verschneites Wochenende. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram. Investiert in Bitcoin, nicht wie ein Crow, Crypto Cash generieren, jeden Tag checken, see you as business und ciao!